Ein Gigant nimmt Form an. Das größte jemals in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff. 337 Meter lang, 63 Meter hoch, mit Platz für 6.600 Passagiere. Die Brüder Reinhold und Rainer sind Schiffsbauer auf der Werft. Seit 38 Jahren bedienen sie gemeinsam den großen Kran. Dann muss ich mich schon auf meinen Bruder hundertprozentig verlassen können, dass er auch vernünftig guckt und nicht, dass wir irgendwie gegen die anderen Krane anfahren. Ein halbes Meter kannst du noch. Wir können da oben nicht hingucken, aber wir haben da oben schon Kontakt gehabt bei dem Gerüst da. Die Brüder haben ein 700 Tonnen schweres Bauteil am Haken. Doch es gibt ein Problem. Er legt jetzt aus und ja, dann müssen wir sehen. Wenn es geht, geht's, und wenn nicht, dann, ja, dann haben wir ein Problem. Es geht um Zentimeter. Höchste Anspannung für die Schiffsbauer. Papenburg im Emsland. Die Frühschicht rollt an. Annika Priet gehört zu den 3.500 Frauen und Männern, die auf der Meierwerft arbeiten. Die 34-Jährige ist Kranfahrerin. Ihr Vater, ihr Onkel und drei Geschwister sind ebenfalls auf der Werft beschäftigt. Der Job wurde ihnen quasi in die Wiege gelegt. Ja, man wird als Kind ja mit der Werft groß, ne? Man sieht ja die Schiffe über die Ems fahren und das ist immer wirklich ganz interessant. Und dann 2005 bin ich dann zu den Kranführern gekommen. Bei uns liegt das so ein bisschen in der Familie. Der Papa macht das, der Onkel macht das und war für mich immer ganz interessant, hat mich immer sehr interessiert. Und dann hatte ich dann die Möglichkeit, das zu machen und habe dann die Chance auch ergriffen. Annika arbeitet am Rohbau des größten Kreuzfahrtschiffes, das in Papenburg je auf Kiel gelegt wurde. Die AIDA Nova ist ein 337 Meter langer Stahlkoloss. Ein schwimmendes Hochhaus mit 20 Stockwerken. Für 6.600 Passagiere und 1.400 Crewmitglieder. Den Respekt, den verliert man nie vor so einem Schiff. Also wenn man, ich sag mal, diese knapp 500 Meter geht, ist doch schon immer wieder Wahnsinn, was für Ausmaße das eigentlich hat, ne? Ihr Arbeitsplatz heute ist in gut 50 Meter Höhe. Sie bedient den 16-Tonnen-Kran. Frank, hast du schon was? Dixies können wir tauschen, wenn du möchtest. Jawohl. Ein Job, der Präzision und Konzentration verlangt. Ja, die Herausforderung ist natürlich, man muss kopffest sein, man muss sich dazu trauen, ist natürlich eine gewisse Verantwortung. Man muss natürlich auch ein gewisses Feingefühl haben. Als Frau hat man das ja sowieso. Der Bau eines solchen Schiffes ist eine riesige logistische Herausforderung. Im Februar 2018 werden zwei Schwimmteile ins Dock gezogen und miteinander verschweißt. Wie Lego-Bausteine werden weitere Bauteile aufs Schiff gesetzt. Wie das Schiff immer weiter wächst, beobachtet für die Reederei Projektleiter Sven Fahle. Also so ein Schiffbau ist wirklich wie ein Kind, ne? Das ist wirklich das eigene Baby. Und man hat schon gehörigen Respekt, wenn man nicht nur vorher schon die Pläne gesehen hat, sondern wirklich live hier vorsteht. Für die nächsten Blöcke schneiden die Schiffsbauer einzelne Sektionen zurecht. Diese Sektionen statten sie mit Rohrleitungen, Elektronik und Armaturen aus. Und dann wird das Ganze gedreht. Dieses Baukastenprinzip ermöglicht es, kostengünstig und schnell zu bauen. Hier sieht man sehr schön die Bauweise. Man kann auf den verschiedenen Decks, die als Block zusammengeführt wurden, kann man Rohrleitungen sehen, Kabelkanäle, die Lüftungskanäle sind alles schon einzeln eingebracht worden. Das sind alles Arbeiten, die dann nachher im Schiff nicht mehr gemacht werden müssen und die auch mal sehr materialaufwendig sind. Sven Fahle betritt die Brücke. Das ist einer der letzten Blöcke, die noch ausgerüstet werden. Im Innern herrscht Kabelsalat. Rund 3 Kilometer Leitungen müssen verlegt werden.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das Lego-Bauprinzip, dass ein Schiff Stück für Stück, Block für Block entsteht. Und damit die Arbeit an Bord in dieser Zeit bewältigt werden kann und auch in dieser Geschwindigkeit durchgeführt werden kann, muss so viel wie möglich vorausgerüstet werden. Mit dem Aufsetzen der Brücke ist der Rohbau komplett. €800 Millionen kostet der Luxusliner. Es ist ein Megaprojekt für die Schiffsbauer. Mai 2018. Die ersten der 2500 Kabinen des Ozeanriesen werden komplett ausgestattet zum Schiff gebracht. An Bord wartet das Einbauteam. Die Männer haben 30 Minuten Zeit, um die Einheit zentimetergenau zwischen Bordwand und Nachbarkabine zu positionieren. Selbst der Fernseher ist schon montiert. Alles ist für die Urlaubsgäste vorhanden. Ein paar Stockwerke höher schwebt Annika Priet durch die Halle. Ihre Leidenschaft für den Beruf hat sie vom Vater. Ja, der Vater war natürlich so ein bisschen Vorbildfunktion, diesen Job dann zu ergreifen. Und es hat mich einfach interessiert. Also ich finde das ganz toll, in so einer Höhe zu sitzen. Man ist immer live mit dabei. Ja, man sieht das Schiff wachsen. Annikas Vater Rainer und ihr Onkel Reinhold heuerten 1980 gemeinsam auf der Werft an. Sie sind Schiffsbauer durch und durch. Untereinander sprechen sie Plattdeutsch. Bei den Möhren kommst du rein, ne? Oder kommt man mehr? Nein, komm ich. Aber bitte mehr, bitte 12 Uhr. Ich kann nicht lernen. Ach so. Man soll ja ehrlich sein. Also ich habe von meiner Frau ist es uns verboten worden. Wenn wir nach der Arbeit nach Hause kommen und die Kinder sind mal alle zu Hause und das geht nur Maya hier und Maya da, dann sagt meine Frau, und jetzt ist Schluss. Jetzt wird woanders drüber geredet. Die meisten Angestellten stammen aus der Region. Die Werft ist hier der größte Arbeitgeber. Viele der Schiffsbauer arbeiten seit Generationen im Unternehmen. Alleine meine Familie, wir sind ja mit 5 Personen. Bruder noch mit 6 Personen, also nur Familie Wilms, sag ich mal. Und es gibt ja mehrere Familien, die ihre Kinder hier auch haben. Aber ich glaube, alle 4 Kinder hat schon nicht jeder, sage ich das mal so. Ja, und was bedeutet das für die Region? Also man kann ja sehen, was hier los ist. Also Meier werfen und dann kommt jetzt mal eine ganze Zeit lang nichts. Und ich bin auch froh, dass ich hier bin. Eigentlich ist das in Ordnung. Man ist richtig ein bisschen, ja, wie soll man es sagen? Ich muss jetzt auch ein bisschen, ja, ist wie eine Familie. Wie die Kohle im Ruhrgebiet hat im Emsland der Schiffsbau die Menschen geprägt und eine echte Gemeinschaft entstehen lassen. Im Dock beginnt ein wichtiger Arbeitsschritt. Die Montage der Antriebsgondeln. Sie sollen unter dem Rumpf befestigt werden. Doch das Dock ist nur 45 Meter breit. Da bleibt nicht viel Platz zum Rangieren. Schiffsbauer Hermann Wessels leitet die Aktion. Das ist wirklich Millimeterarbeit. Wir haben nicht allzu viel Platz. Ist alles so ein bisschen eng bemessen. An der Gondel werden später die Propellerblätter befestigt. Die erste Gondel ist schon montiert. Jetzt parallel laufen innen drin, oben an dem Drehkranz, wo wir die Gondel eben rangefahren haben, laufen zurzeit die Arbeiten mit dem Anziehen. Also da sind 72 Bolzen drin, die werden im Moment angezogen auf Drehmoment. Aber den Schlagring. Geht nicht, wir müssen mit dem Schlagring. Bernhard Löbers versucht, die Sicherungsschraube zu lösen. Nimmst du die Schraube? Endlich kann die 20 Kilo schwere Schraube entfernt werden. Die Männer wollen den Transportwagen wegziehen. Doch dabei streifen sie eine der Propellergondeln. Schönheitsfehler. Der Schaden sollte leicht auszubessern sein. Heute ist es sehr eng. Wir können nicht tief nur mit dem Scheuerle. Und deswegen haben wir hier ganz leicht touchiert. Zum Glück kein größeres Problem. Denn der Zeitplan beim Bau des Ozeanriesen ist eng.
Anfang Juli 2018. Gut drei Monate vor der Ems-Überführung. Das Schiff erhält den typischen AIDA-Look. Die Reederei schickt den zukünftigen Hoteldirektor. Nicolas Göhlen soll das Schiff in Dienst nehmen. Und jetzt ist es total aufregend. Das ist eigentlich mein erster Tag an Bord seit 3 Jahren. Endlich mal sehe ich das Baby und kann ich mir genau angucken, wird das so funktioniert, wie ich mich vorgenommen habe. Der erste Eindruck ist ernüchternd. Überall Kabel, Rohre, offene Verkleidungen. Doch der französische Hotelchef ist optimistisch. Hier auf die Seiten sind hier schon die ersten Crew-Unterkünfte. Das ist eigentlich genau das gleiche Konzept als für unsere Passagiere. Das sind präfabrizierten Kabinen, die werden da reingeschoben im Schiff und dann dementsprechend angeschlossen. Hier sieht man zum Beispiel, das wird eine Doppelunterkunft von einer unserer Crew. Da drin schlafen 2 Mitarbeiter. So. Ah, Sergej. Servus. Wie geht's? Hallo, gut. Ah, und wie sieht's aus? Ist schon fast fertig hier? Ja, soweit so gut. Fernsehen ist auch schon da? Ja. Kleinigkeiten, ein paar Platzer beseitigen und ja, ein paar Beulen. Aber sonst sieht alles gut aus. Das ist ein Prototyp. Das heißt, wir kennen die Arbeitswege noch nicht. Wir kennen unsere Unterkünfte noch nicht. Auch wenn einige Sachen Standard bleiben, die Wege sind anders. Draußen bereiten sich die Brüder Rainer und Reinhold auf einen außergewöhnlichen Schwertransport vor. Natürlich auf Plattdeutsch. Also wir fahren so wie ein Netzschiffer. Vom Dock auflegen, Arm klauen hier. Und dann gehen wir hin, an das Wort. Was von Höhe passt da nicht? Nee, wo wir Deck gebündet haben? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück? Ja. Die sind der Baum, das passt. Man hört nicht an. Nee, das wird knapp. Weil wir sind zwar Brüder oder so, aber wir meckern uns auch mal an, wenn man das mit anderen Arbeitskollegen auch macht, wenn mal Schwierigkeiten sind oder so. Ganz normal. Es ist Routine, aber trotzdem immer was Besonderes. Ja, doch. Doch. Auch wenn wir die Hauptmaschinen einsetzen oder irgendwie, wenn wir extra schwere Blöcke haben und man nicht passt und so, dann doch. Ist was Besonderes. Der Job auf dem größten Kran der Werft funktioniert im Wechselspiel. Rainer ist heute der Fahrer. Sein Bruder, der sogenannte Anpicker. Er passt am Boden auf und gibt per Funk Anweisungen, wie das Bauteil bewegt werden muss. Also ich muss ja jetzt so hoch wie möglich, weil wir ja über diese Armkräne weg müssen. Und dann muss ich mich schon auf meinen Bruder hundertprozentig verlassen können, dass er auch vernünftig guckt und nicht, dass wir irgendwie gegen die anderen Krane anfahren. Und das ist blindes Vertrauen. Reinhold, ist mir? Laut und deutlich, ja. Ja, der Blockfass ist er ja überall, ne? Alle 3 Haken sind das. Blockhand, also komplett fast. Ja. Oben auch gegen kontrolliert alles, ja. Alles so wie ein Kürzuscher. Für Rainer heißt es volle Konzentration. Immerhin hat er 700 Tonnen am Haken. Unter dem Bauteil darf sich während der Aktion niemand aufhalten. Bruder Reinhold und Tochter Annika passen auf. Ich will mal mit den Armen schauen, das passt nicht. Ja, und Pro-Mutter-Darm, wenn er nichts hat. Dann wird wie beim Fürstchen. Ja. Und dann muss der andere beide Arme kommen wieder her. Im Mehl ist so der erste, ne? Anders wird das nicht. Ja, anders wird das nicht, ne. Bin mal gespannt, mal kicken, oder was. Rainer lässt den Block langsam am 800 Millionen teuren Schiff vorbeischweben. Doch dann wird klar, er wird das riesige Bauteil nicht über die kleineren Kräne hinwegheben können. Der Weg ist versperrt. Alle meinen Däumen kicken, wenn der andere Teil wegen umlegen. Hendrik muss Däumen kicken, wenn der Schwimmteil, wo wir fahren dürfen. Jetzt wird's eng, weil wir jetzt wegen den Armen knallen. Wir kommen da hinten nicht weit genug hin. Wir müssen jetzt komplett mit dem Block auslegen. Und dann hoffen, dass es passt da bei dem Schwimmteil und bei AIDA. Weil sonst haben wir ein Problem. Er legt jetzt aus und ja, dann müssen wir sehen. Wenn es geht, geht's, und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Das Bauteil muss genau in die Lücke passen. Zwischen der AIDA Nova und dem Schwimmteil. Also ich vermute, dass wir jetzt mit unserem Block an dem Mast von der AIDA sind. Wir müssen jetzt irgendwie was machen. Wenn du an Ding sitzt, so wie noch da fühlen, wie der First Gift da, wie der Master so was satt. Ja,
tank da noch bitte vor Ort noch zu sehen. Ja, ihr Lehrling, stopp mal. Fahren wir ihn bitte noch vom Bürgern. Nicht der Mast ist im Weg, sondern ein Baugerüst. Das bemerken die beiden leider zu spät. Wir können da oben nicht hingucken, aber wir haben da oben schon Kontakt gehabt bei dem Gerüst da. Einen halben Meter kannst du noch. So blieben wir schauen, mehr geht nicht. Ach, alles klar. Ja, wir haben leichte Berührung bei AIDA gehabt. Wir können nicht höher und wir können nicht mehr auflegen. Also das ist, wird sich wohl also um halbe, dreiviertel Stunde verzögern jetzt. Geht nicht anders. Während draußen nichts mehr geht, werkeln im Innern des Schiffes zahlreiche Ausbaufirmen. Rund um den großen Pool werden später bis zu 400 Passagiere Platz finden. Hoteldirektor Nicolas Göhlen ist hier mit Projektleiter Sven Fahle verabredet. Der größte Fortschritt hier ist natürlich oben das Foliendach, wo schon sämtliche Folien bis auf die letzten beiden hinten eingesetzt sind. Und da sind wir schon wirklich sehr weit im Plan. Der Hoteldirektor brennt darauf, mit seiner Crew die ersten Bereiche zu übernehmen. Es ist das dritte Schiff, das er in Dienst stellt. Man kann im Pool sehr schön sehen, wir haben die Fliesen werden jetzt gelegt. Hier kommt noch die letzte Dusche, die Schneckenform ist schon da. Die Rohrungen sind schon da, die Lampen unten sind auch schon komplett eingebaut. Das heißt, wenn die Fliesen drin sind, können wir hier oben auch das Teak drauflegen. Also das sind wir voll im Plan. Ich bin normalerweise sehr ungeduldig, aber das ist jetzt mittlerweile das dritte Schiff, das wir in die Konstellation machen. Und das Tandem funktioniert noch weiterhin sehr, sehr gut. Also manchmal, solange ich meine Termine halte, ist er geduldig. Hm? Genau. Manchmal treten wir ein bisschen, aber abends trinken wir noch mal ein Bier zusammen und dann legen wir die Karten noch mal und meistens unsere Pläne übereinstimmen und so und kriegen wir dann dementsprechend. Das funktioniert nur zusammen, wenn man gegeneinander arbeitet. Das funktioniert nicht. Das ist bei so einem Projekt nicht machbar. Bei Kranfahrer Rainer Willems geht es auch wieder weiter. Der 58-Jährige kann endlich das 700-Tonnen-Bauteil in die Lücke zwischen den beiden Schiffen schieben. Seine Kollegen haben das Gerüst, das im Weg war, abgebaut. Jetzt können die kleineren Kräne auf die andere Seite der Halle gefahren werden. Der Weg ist frei für den riesigen Block. Der wird jetzt quer durch die Halle befördert und eingepasst. Nach gut zwei Stunden ist der Schwertransport beendet. Erleichterung bei Familie Willems. Gott sei Dank, war das fertig. Ja, sag mal. Ja. Lieber Mann, das hat ja noch schlimmer kommen können, ne? Ja. Ja, aber ist alles gut gegangen. War nur ein bisschen Gerüst, was so ein bisschen gehakt hat da oben. Das haben die alles schon wieder repariert. Ja. Also von daher nichts Schlimmes passiert. Und hier nochmal ziemlich eng geworden, aber hat ja geklappt. Ja, genau. So schlimm wie hier, wie dieser Block hier, sind selten weg. Aber kommt vor. Ist immer mal was, was mal nicht so läuft, wie soll, aber... Ja, es wird immer auch größer, ne? Ist kein Fließbandarbeit, ne? Das ist Schiffbau, das ist eben so, ne? Unter dem Schiff montiert ein Team um Maschinenbauer Bernhard Lübbers die Propellerblätter. Die müssen behutsam mit den Antriebsgondeln verschraubt werden. Die wertvolle Bronzelegierung darf nicht beschädigt werden. Jetzt langsam anheben. Hier passt das, Heino. Ja, ist gut. Langsam anheben, das sieht gut aus. Das Propellerblatt wiegt ungefähr 2,5 Tonnen. Ja, und auch die Beschaffenheit kann man schon sehen, dass wir da sehr sorgfältig mit umgehen müssen. Denn alles ist gefräst, alles ist passgenau angefertigt worden. Die Arbeiter müssen vor allem die Gewinde gründlich reinigen und schmieren. Die Schrauben dürfen sich beim Einsetzen nicht verkanten. Für jedes Propellerblatt sind passgenau 6 Schrauben im XXL-Format angefertigt worden. Können wir da anheben? Ja, kann weitergehen. Anheben. Bernhard Löbers überwacht das Aufsetzen auf die Propellernarbe. Es ist Millimeterarbeit, die keinen Fehler verzeiht. Okay, vorsichtig mit dem Pin. Vorsichtig mit dem Pin. Wir sind jetzt fast mittig drüber und jetzt müssen wir genau gucken,
Da ist ein so ein Fixierpin, dass wir dann mittig rüber sind und dann langsam über den Fixierpin dieses Blatt dann nach unten in den Rezess letztendlich einlassen. Ah, sieht gut aus. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. 10 Stunden brauchen die Männer am Ende für diesen Arbeitsschritt. Dann ist die Antriebseinheit des Megaliners komplett. Die eigentliche Besonderheit des Schiffes befindet sich im Maschinenraum. Ingenieur Stefan Schmees und seine Kollegen setzen beim neuen Luxusliner auf Erdgas als Treibstoff. Bisher fahren Kreuzfahrtschiffe mit giftigem Schweröl und gelten deswegen als Umweltsünder. Wir sind seit ca. 10 Jahren an diesem Thema intensiv dran, erforschen das, entwickeln das und haben auch seit 10 Jahren versucht, Reedereien zu finden, die mit uns zusammen das machen. Natürlich ist der Leidensdruck auf der anderen Seite auch gestiegen durch Berichterstattung, aber auch eben durch das Gewissen, was man hat und diese grüne Empfindlichkeit, die sich gebildet hat, auch bei Reedereien und bei ihrer Kundschaft, dementsprechend jetzt zu reagieren. Aber grundsätzlich ist das einfach ein Riesenschritt nach vorne technologisch und ökologisch dazu auch noch. Das ist einfach ein Riesenvorteil in Kombination dieser beiden Aspekte, dass wir jetzt so weit sind, dass wir das tun können. Dazu wurden 2 Erdgastanks im Bauch des Schiffes eingebaut. Sie können mit kaltem und dadurch flüssigem Erdgas, kurz LNG, befüllt werden. Schiffsdiesel wird nur noch als Notfallreserve und zum Anwerfen der Maschinen benötigt. Die 4 Motoren stoßen so gut wie keine Schwefeloxide oder Feinstaubpartikel aus und sollen rund 70% weniger Stickoxide in die Luft blasen. Die großen Kreuzfahrtschiffe, die sind halt weltweit unterwegs, laufen jeden Tag einen anderen Hafen an, müssen natürlich auch planen, wann sie tanken müssen, aber müssen auch in der Lage sein, im Mittelmeer, in der Karibik, in der Ostsee und wo auch immer weltweit eben LNG aufzunehmen. Und das ist die Herausforderung mit den Regularien, aber auch mit den Häfen, das jetzt zu entwickeln. Das wird kommen, da bin ich sicher. Aber es gibt natürlich auch immer einen Plan B und einen Plan C. Man kann natürlich auch von Bunkerschiffen aus diese Schiffe bebunkern. Aber das ist nicht der Plan. Der Plan ist natürlich, von Landseite LNG an Bord zu bringen. August 2018. Der Luxusliner verlässt nach 6 Monaten das Dock. Die Schlepper ziehen den schwimmenden Wolkenkratzer aus der Halle und manövrieren ihn an den Kai. Das Schiff ist 63 Meter hoch. Das Ausdocken kann deshalb nur bis Windstärke 5 stattfinden. Sonst könnten Böen das turmhohe Schiff aus der Bahn drücken. Immer mehr Crewmitglieder gehen jetzt an Bord. Darunter die Küchencrew. Kelly! Küche, 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 lautet ihr Schlachtruf. Damit machen sich die Köche und Kellner Mut für die nächsten Tage. Denn unter der Führung von Chefkoch Alexander Massenkeil betreten sie ein Schiff, auf dem kaum ein Bereich fertig ist. Guten Morgen! So, dann machen die Jungs schon mal die erste Belieferung. Wunderbar. Heute soll das erste Mal für die Crew gekocht werden. So, André, läuft's? Bis jetzt schon, ja. Gut, wunderbar. Täglich kommt die Bäckerei dazu, der Metzger kommt dazu, die Provision kommt dazu. Wir können jetzt also so ganz langsam hochfahren. Und jetzt kochen wir erstmal für unsere 400 Mitarbeiter, die hier sind. Und dann gehen wir mehr ins Detail. Die Herausforderung, erst eine der Küchen an Bord ist abgenommen und funktioniert. Von den 17 Restaurants ganz zu schweigen. Die befinden sich 2 Monate vor der Jungfernfahrt noch im Ausbau. Dann eine unangenehme Überraschung. Die Lüftung fällt aus. Ich hab den schon angerufen. Die Lüftung? Ja, der kommt. Sind die Geräte ausgeschaltet, oder? Ja? Teilweise. Der Küchenchef holt Hilfe, während seine Crew im Nebel weiterkocht. Jetzt sind gerade im Moment mal die Lüftungen ausgefallen. Aber der Lüftungstechniker ist schon unterwegs, dass die Lüftungen wieder angehen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die jetzt in der Indienststellung halt passieren können. Also,
sobald die Lüftung jetzt angeht, ist das auch schnell wieder verzogen. Die kochen jetzt noch fertig, die sind auch so weit. Wir haben jetzt 11 Uhr. Das erste Essen geht raus für die Crew. Wir freuen uns. Als eine der ersten Baustellen ist die Kantine komplett fertiggestellt. Von jetzt an kann die Crew, bestehend aus 40 Nationalitäten, an Bord versorgt werden. Auf den Passagierdecks müssen noch 2500 Kabinen abgenommen werden. Hoteldirektor Nicolas Göhlen auf Kontrollgang. So, hallo, wie sieht's aus? Hast du die Bemerkungen abgearbeitet? Nein, es sind noch ein paar übrig. Wir warten auf die Maler. Wir müssen das Bild ausbessern. Es ist beschädigt. Ah ja, das sehe ich hier. Wir müssen auch noch die Schrauben nacharbeiten und einige Silikonstellen ausbessern. Da müssen noch Schrauben rein. Ja, die Schrauben fehlen. Hier auch. Die Kabinen werden mehrfach kontrolliert. Erst von der Werft, dann von der Reederei. Das sind sogenannte Inspektorenteam, vier Personen, die dann dementsprechend durchlaufen. Und die schaffen im Durchschnitt pro Truppe 28 Kabinen am Tag. Neben Luxussuiten und Familienzimmern bietet die Reederei zum ersten Mal Kabinen für Alleinreisende an. Der 36-jährige Hoteldirektor setzt bei allen Kategorien auf ein erprobtes Testverfahren. Also die Kabinen hier sind eigentlich für unsere Besatzung bezugfertig. Also wir werden in den ersten Schnitten in den Passagierbereich untergebracht werden. Und das ist halt das Tolle an dem Job. Warum wir so funktionieren? Weil wir, bevor wir die ersten Gäste hier unterbringen, möchten wir alles testen, ob alles funktioniert. Also ob das Licht wirklich brennt, die Abschlüsse in die Dusche und so weiter. Und dadurch seht ihr zum Beispiel hier, die Betten sind bezugfertig, weil wir einfach in ein paar Stunden hier schlafen werden. In Papenburg dürfen die Gastanks im Bauch des Schiffes noch nicht mit Erdgas befüllt werden. Die Schiffsmaschinen werden für den Testbetrieb von Land aus von einem Tankwagen mit Flüssiggas versorgt. Also jetzt gerade in dieser Phase testen wir LNG. Sie können das hier sehen. Im Moment sind also die Flüssigerdgastanks hier schon bereitgestellt, angeschlossen, mit der Aufbereitungseinheit mit unserem Schiff verbunden. Und die Tests finden jetzt gerade statt, sodass also unsere Hauptmaschinen und also auch unsere Dampfkessel mit Gas beaufschlagt werden, in der Gasphase laufen, perfekt laufen und letzte Einstellungsarbeiten vor unserem Start und der Ems-Überführung durchgeführt werden. Anfang Oktober 2018. Die Schleusentore zur Ems öffnen sich. Das Hochwasser ist für die Überführung des Riesenschiffes aufgestaut worden. Jetzt sollen Schlepper den Koloss zum offenen Meer manövrieren. Die Ems-Überführung wird die ganze Nacht dauern. Für Familie Willems heißt es Abschied nehmen von ihrem Riesenbaby. Die Frau haben jetzt das Schiff verholt, also das heißt losgemacht. Leinen los, wie wir so sagen. Und das hängt jetzt hinten am Schlepper und vorne ist ein Schlepper. Und jetzt wird das so langsam Richtung Seeschleuse gezogen. Und dann geht das Schiff auf die Reise. Ja. Einmal tut und tut. Ja, tut, tut. Zweimal. Und dreimal. Ein besonderer Moment für die Schiffsbauer. Man hat bewässert noch nicht. Nein, aber da kommt. Ist Bewegung eh nicht? Nein, noch nicht. Dann kommt der Koloss in Bewegung. Für Reinhold wird es eines der letzten Schiffe sein, die er auf die Reise schickt. Bald geht er in Rente. Das macht einen auch stolz, muss ich sagen, dass man das mitarbeiten darf. Und überhaupt, wenn man dann sieht, wenn das Teil dann auch noch fertig wird, aus der Halle rausgeht und man dann sagen kann, ich hab's mitgebaut. Ich finde das toll, ja, muss ich schon sagen. Es wird mir auch fehlen, wenn ich mal nicht mehr da bin. Das, ein bisschen wehmütig ist einmal schon. Doch. Die Schiffsbauer Reinhold und Rainer haben ihr Leben lang auf der Werft gearbeitet. Die Brüder hoffen, dass die Kinder diese Familientradition weiterführen können. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt.
Die umweltfreundliche Technik soll der Werft in Papenburg viele neue Aufträge bringen. Der erste Luxusliner mit Erdgasantrieb, der die Branche revolutionieren soll, geht auf Jungfernfahrt über die Ems Richtung Nordsee.